Heute habe ich ein geniales Rezept für eine vegane Spaghetti Bolognese für euch. Dafür werden zwei Karotten geschält und geputzt, eine Zwiebel ebenso geschält und in grobe Stücke geschnitten, zwei Knoblauchzehen geschält. Die Champignons kann man etwas putzen und dann wird alles in einen Foodprozessor gegeben, sehr fein geraspelt oder ein Raspler eignet sich auch. Es ist aber wichtig, die Pilze separat zu raspeln. Und auch sehr klein, denn dann sind sie wirklich dann vergleichbar mit Hackfleisch. Dann wird Olivenöl in einer Pfanne sehr heiß erhitzt und die Pilze, die geraspelten, wo jetzt aussehen wie Hackfleisch, darin 5 Minuten kross angebraten. Das geraspelte Gemüse sowie Tomatenmark kurz mit anbraten und dann Gewürze dazugeben, gehackte Tomaten aus der Dose, etwas Wasser. Und dann die Bolognese 10 Minuten köcheln lassen. Währenddessen die Nudeln kochen und dann kannst du schon essen. Man kann es noch mit etwas Petersilie und Chili garnieren und dann lass es dir gut schmecken.